Pokéfreunde und Pokénetten, willkommen zu einer neuen Folge Mutant Mats Deluxe. Heute fangen wir die Weltraumlevel an und ich muss sagen, ich habe Angst. Die sind so schwer. Geh mal rein. Ja, und man fällt sofort auf. Neue Blöcke, neuer Hintergrund und ich erkläre es mal kurz, wie das hier funktioniert. Hier, ja, das sind die Stacheln, die neuen. Das sind Laser und die töten mich sofort, wenn ich zu denen gehe. Und wie man hier sieht, sind das hier diese, keine Ahnung, das sind irgendwie die Krümmen. Also die kicken mich auf jeden Fall weg. Also wenn ich einmal hier gehe, boom, tot. Und das ist in jedem Level davon. Und die Geisterwelt hat natürlich nochmal alles im doppelt so harten Modus. Also ja, einfach wird es auf jeden Fall nicht. Und das ist die letzte Folge mit Mars für die Woche, weil ich einfach die Woche nicht mehr so viel Bock habe auf die Mars und ich eigentlich keinen Bock habe hier rauf, aber ich habe nichts anderes zum Aufnehmen und ich kann mir jetzt zwei, drei Tage schon nichts und muss ja wieder was bringen, ne? Ich wurde nicht getroffen, oh mein Gott. Oh, oh. Oh mein Gott, ich wurde bis jetzt immer noch nicht getroffen. Was ist denn los, Alter? Für mich wie ein Hacker. Nein. Hui. Nein. Du triffst mich nicht. Ah, ich weiß, was er da machen muss, ja. Geh mal weg, ne? Oh, oh. Los. Okay. Also ich muss mich ein bisschen konzentrieren, also entschuldigt mich. Ich gehe mal ein bisschen mehr mal Mikro. Vielleicht hilft das ja. Das war Shaky. Das wäre jetzt eigentlich gar nicht so schwer. Zumindest kommt es mir so vor. Das ist natürlich, ne? Kein Zweifel. Und das allerletzte Level ist nochmal alles zusammen. Das habe ich jetzt leider schon gespoilert, aber man kann sich ja schon denken, ne? Bei so einem Spiel wird das letzte Level kein Kinderschlecken, ja? Nicht so was zum Chillen, bisschen, boah, cool, jetzt wird die Grafik nochmal richtig cool, jetzt aber alles zusammen, aber richtig cool, nein. Okay. Och nö, och nö, och nö. Ah, lol, wir haben es geschafft. Wow, das war jetzt, was, 3 Minuten oder so? Das kam, das sah jetzt so leicht aus, ich weiß. Aber ich habe es einfach damit nicht geschafft. Auch das Level bitte nicht. Ich werde es übrigens so machen. Ich zeige es gleich nochmal. Und zwar werde ich die ersten 2 Level machen. Also jetzt das 2. Level schon. Erstaunlich schnell. Ich habe die natürlich schon oft, also halt, ne, offscreen gespielt, damit ich halt weiß, was auf mich zukommt. Ob das halt zu schwer ist. Und ja. Auf jeden Fall ist es, werde ich so machen, dass ich die ersten beiden Level hier in der echten Welt spiele und dann werde ich die beiden Level in der Geisterwelt spielen. So werde ich es jetzt machen. Na, ich hätte nicht so einen großen Sprung machen sollen. Ja, hier kann man einfach bespammen. Bam, bam. Wait, wait, wait. Okay. Nein. Triff mich nicht, du triffst mich nicht. Und muss ihn, glaube ich, erstmal killen. Ja, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich mehr Platz und krieg darüber. Oh, aber nicht gekommen. Also könnte ich bitte die Coin haben? Dann, okay. 2 Herzen. Okay, 2 Herzen sind noch okay. Aber dass wir so gut momentan vorankommen, ist echt ein Wunder, weil ich richtig schlecht in diesem Spiel bin. Ich habe selbst das letzte Level in der Geisterwelt momentan in diesem Zeitpunkt nicht selber im Privaten geschafft. Und das wird schon einiges bedeuten. Als ob! Als ob! Ja, okay, das Spiel will mich trollen. Danke, Spiel, aber ich will jetzt nicht getroffen werden. Mein Gott. Ja! Oh Mann, jetzt läuft's schlecht. Wenn ich jetzt getroffen werde, ist kein Wunder. Komm, ja! Jetzt geh schnell drauf! Ja! Dort hinten ist übrigens nichts, ist einfach nur ein Loch oben, keine Ahnung, einfach mal Baum. Weiß ich nicht, wieso das nichts ist, aber ist halt so. Aber das stört uns auch nicht, denn das ist der Checkpoint. Boah, heute läuft es richtig gut. Ja, gut, nicht gut, ja. Die Zyklopen werden wir übrigens in dieser Welt oft sehen, glaubt mir. Die, ich meine, das ist auch perfekt für so harte Level, diese Teile. Und hier, die sind einfach nur, keine Ahnung, die One-Hitten eigentlich mal. Das ist, ich weiß nicht, wofür die da sind. Einfach Zeitverschwendung sind die. Was?
Wurst. Ja, okay, ich hatte mich nicht restored, aber trotzdem. Hallo? Wieso hat der mich jetzt gekillt? Er kriegt mich nicht. Was? Was? Ja, ich glaube, ich bin tot. Habt ihr gerade gesehen, da war noch Laser, hätte ich mich auch sofort umgebracht. Weil der Laser, wie gesehen, der bringt einen sofort um. Ich habe das gerade so komisch im Kopf, alles, was ich euch schon gezeigt habe und was nicht, weil ich gerade schon eine vierte Aufnahme versucht, so gefühlt, oder ist halt. Ich geh mal ein bisschen näher ans Mikrofon. Vielleicht hat man das auch schon, dass meine Stimme ein bisschen... Oh, ist das denn ernst jetzt? Ich würde ja gern quitten, aber dann ist ja mein ganzer Fortschritt weg und dann hab ich schon Bock zu. Komm, mach. Wenigstens hänge ich jetzt in diesem Level mal. Och, nö. Okay, fliegen. Nicht nochmal so eine Kacke. Nee, will ich nicht. Nein, will ich nicht. So mit zwei Leben. Müssen wir das jetzt schaffen und wie ge... Ja. Was ist nur heute los hier? Was ist nur los? Erstes Level ohne Probleme geschafft. Zweites Level 10 Jahre später, ja. Ergibt auf jeden Fall sehr viel Sinn. Ich, wie gesagt, also nicht gesagt, aber wie ihr gesehen habt, würde ich empfehlen, erstmal die Gegner zu besiegen und dann rüber zu fliegen, weil dann einfach ist, ja. Geh weg, geh weg, geh weg! Nein! Okay, nein! Och, ja, das haben wir eigentlich schon verkackt, aber ich kann schon mal versuchen. Ich kann es ja versuchen, ne? Oh, das ist die härteste Stelle, glaube ich. Zumindest ist es die letzte Stelle. Also, ich habe sie mir genau im Kopf, deshalb. Das ist ein bisschen schwer, sozusagen. Da war nur ein Gegner. Aber wir haben es geschafft! So! Bleiben nur noch 6 Level übrig. Und jetzt mache ich weiter mit der anderen Welt, die beiden Level. Und dann werde ich aber so machen, dass ich in der echten Welt dieses Level und dann in der Geisterwelt dieses Level, echte Welt dieses Level und Geisterwelt dieses Level. Weil die letzten beiden Level sind nochmal doppelt so schwer als das hier, was wir gerade spielen. Weil die Entwickler einfach irgendwas gebraucht haben, wahrscheinlich. Ich meine, wie kann man solche schwierigen Level erstellen? Hallo? Und das bei seinem eigenen Spiel. Klar, das Spiel soll schwer sein, aber hallo, in seinem eigenen Spiel ein Hardcore-Level machen? Okay, ne? Ist ja nicht mein Spiel, aber ich sag's nur. Das fühlt sich irgendwie dann mehr so an wie so ein Hack oder so. Kennt man ja. Hier so einen ganz kleinen Jump. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich lebe noch. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen will. Ich lebe noch, okay. Ich versuch's noch weiter, okay? Ich versuch's noch. Vielleicht kriegen wir das Projekt sogar noch schneller fertig, als ich dachte. Denn wir sind schon Folge 9 jetzt. Und nächste Folge ist Premiere. Folge 10. Jetzt eigentlich schon Premiere, weil ich habe noch nie ein Projekt gemacht. Wo ich gestorben bin, nein. Ein Projekt gemacht, wo ich 10 Folgen lang habe. Also ein Projekt, wo ich 10 Folgen lang habe. Außer Minecraft. Minecraft ist kein richtiges, egal, halt so ein Gaming-Projekt. Ja, das ist halt schon eine Premiere, weil man eigentlich ist das Play war ja Spore, aber das habe ich abgebrochen, weil es zu schwierig war. Und ich wusste einfach nicht, was ich machen musste, und ich hatte einfach überhaupt keinen Spaß mehr dran. Ja, wenn man keinen Spaß mehr an dem Spiel hat, sollte man es einfach nicht mehr spielen. Punkt. Also ein Tipp an euch, übrigens. Selbst wenn ich es jetzt Play oder nicht, ich habe es jetzt abgebrochen, weil es mir null Spaß mehr gemacht hat. Hey, wie willst du da durchkommen? Das ist jetzt wahr. Es war einfach wahr. Okay? Es war wahr. Aber ich muss sagen, der Hintergrund ist irgendwie nur ein paar Stellen schön, weil... Ach, okay, komm. Bring mich um. Komm, bring mich um. Danke. Weil jetzt zum Beispiel hier am Spawn, wenn hier am Checkpoint sind, wir so ein Planet, das ist zum Beispiel ein schönes Detail. Aber sonst sind überall nur so leuchtende Punkte, die natürlich die Sterne darstellen sollen. Aber es ist irgendwie langweilig. Wir haben alles einfach schon, was heißt gesehen. Es ist alles einfach so, ne? Komm, komm. In der echten Welt habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht auf die Detail geachtet.
Aber die Teile sind im ganzen Spiel eigentlich nicht so gut, würde ich mal sagen. Also es gibt auf jeden Fall bessere Spiele. Boah, es gibt bessere Spiele. Okay, das kam jetzt irgendwie falsch an. Oh nein, ja, toll. Hä, was? Okay, okay, ich habe es irgendwie durchgeschafft. Das ist Ziel. Wir sind heute richtig gut, muss ich nur mal zugeben. Okay, jetzt hier abwarten, wenn ich jetzt an jeder Stelle sterben würde. Gottes Willen, okay, danke. Abgeschafft. 5 Level noch. Machen das einfach weiter. Wir sind einfach hier im Speedy Gonzales Mode einfach, ja. Wir sind schneller als Sonic. Muss man sich einfach mal vorstellen. So, und nach diesem Projekt wird hoffentlich mein Mikro endlich mal ankommen. Zumindest hoffe ich das, wie gesagt, ne? weil es nervt schon richtig auf den um was zu warten, was ein halbes Jahr zu spät kommt. Oder sogar länger. Weißt du, wann das kommt? Wie gesagt. Ich muss sagen, ich kann mich in die ganzen Level nicht mehr richtig erinnern. Weil. Keine Ahnung, also. Ach. Bam, bam. Hinfliegen, killen und verkacken. Cool. Komm, schieß. Bam, bam. Hinfliegen, richtige Höhe treffen. Und der kriegt jetzt meine... Der kriegt ihn nichts, okay? Aber ich muss ihn killen. Egal, ich kann nicht. Okay, ich lebe noch. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch lohnt, sich nicht umzubringen zu lassen, sage ich mal. Okay. Tschüss. Okay, easy. Ich hoffe, mein Ton ist gut. Ich habe es nicht getestet, weil ich jetzt einfach keinen Bock habe. Und ja, mir ist die letzten Tage einfach nicht gut. Was du so schön gesagt hast. Wahrscheinlich liegt es daran, weil ich einfach keinen Bock habe, auf irgendwas anderes aufzunehmen. Ich wollte erstmal dieses Projekt fertig machen und dann neue Projekte, weil seit ich mein Mikrofon immer noch nicht bekommen habe, seit ich es halt schon bestellt habe, ist mir halt so komisch und ich habe irgendwie keinen Bock auf nur weitere Displays. Als ich aber dieses Let's Play schon angefangen habe und ich das nicht nochmal neu starten wollte oder irgendwie sowas ähnliches. Ja, sterbe ich jetzt. Wieso sterbe ich eben? Weil das ist so unfair. Hopp, 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 schub, hopp, schub. Oh ja, das Projekt ist bald zu Ende. Was meint ihr? Wie lange wird das Projekt dauern? Weil wir haben jetzt Folge 9. Ich glaube, es wird bis Folge... Also halt das normale Let's Play ohne die Bonus-Türen, Level, whatever du wanna call it. Ich glaube, dann wird es sterben. Was ist jetzt los? Ich glaube, es wird halt so 11 Folgen... Oder sogar 10. Mal schauen, ob die nächste Folge, die nächste Woche kommt, passt auf. Am Montag kommt die nächste Folge. Wir haben jetzt Donnerstag. Also es dauert halt noch, die nächste Folge kommen, weil ich einfach nicht mehr so viel Bock habe. Und das letzte halt schon nicht einfach ist, sage ich mal. Oh, was bin ich für eine Trottel? Komm, könnt mich schon umbringen. Ich kann einfach gar nicht reden. Was ist mit mir los? Vor allem... Immer wenn ich halt irgendwelche Fehler habe, dann lösche ich ja meine Aufnahme. Aber das ist eigentlich immer am Anfang eines Videos. Und jetzt ist ja kein Anfang eines Videos. Und ich habe schon so viel geschafft und ich kann ja den Fortschritt und möchte auch den Fortschritt nicht löschen. Weshalb das jetzt ein Problem ist. Egal. Entschuldigt mich einfach mein Speaking, ja? Keine Ahnung, wie ich das jetzt nennen soll. Meine Sprachfehler, sagen wir so. Entschuldigt meine Sprachfehler. Eine Bombe, ich weiß. Jetzt wisst ihr auch, was ich hinter den Kulissen mache. Behind Mike's Videos. Hä, was? Ja, mit einem Leben habe ich ja voll die Chance, das hier zu schaffen, ne? Oh! Leute, wie hab ich das geschafft? Oh mein Gott, das war so richtig, richtig geil. Wie ich das jetzt einfach geschafft habe. Ja, easy. Auch
was ich noch nicht gesagt habe, man kann auf diesen Teilen drauf springen. Da brauchte ich lange, um das herauszufinden, ehrlich. Man kann hier einfach draufstehen, auf den Teilen. Das wusste ich lange Zeit gar nicht. Ich wollte fast im Internet schon nachschauen, aber dachte mir so, okay, komm, ich schaue mal selber nach. Okay, jetzt ist es. Ach, die Passage, hier muss man den jetzt, zack. Und verkacken, genau. Den Schuss. Hier braucht man auf jeden Fall alle Leben. Zumindest ist es das am besten. Wegen dieser Passage, die gerade ruckelt und selbst mit Ruckeln nicht schlecht ist. Ich mach Kunstkarte. So. Einmal Karten, einmal wieder Aufnahme. Sofort geht's. Ich verstehe es nicht. Ihr müsst nicht mal was löschen oder so. Sonst müsst ihr immer Aufnahmen löschen. Jetzt geht's auf einmal sofort. Da. That's doing. Ja, okay, warte, ich muss genau. Wenn er kommt. Aber mich halt nicht schlägt. Das war klar. Das war klar. Da, da, da. Das ist, da hinten ist nur noch eine Samtenwandpassage und dann. Es ist eigentlich das Ziel. Ach, okay. Ich habe Kack gelabert. Hier geht's noch weiter. Na gut, hier ist schon das Ziel, aber das hier ist die schlimmste Passage im ganzen Level. Obwohl es das Ziel ist. Muss man sich mal vorstellen. So, springen. So, dass der ein. Jetzt hopp. Oh, habe ich das etwa im First Try? Oh, ich habe die Passage First Try. Oh mein Gott, Leute, was ist heute mit mir los? Alter. Okay, wir machen das Projekt 10 Folgen. Und dann noch 11. Folge mit den ganzen Bonus-Level. Oder eine 12. oder dann auch noch. Keine Ahnung. Oh mein Gott, Leute. Von heute. Was hab ich jetzt? Komm, könnt mich umbringen. Könnt mich umbringen. Dieses Level ist so eine Art Pinball. Oder, ne? So eine Art Arcade. Aber es erinnert zum wenigstens daran. Und könnt mich umbringen. Umbringen, ja, umbringen. So toll. Ja. Man kann nämlich nicht hochfliegen und das ist nicht so gut. Not so good. Oh, ich hab so gut alles. Geh weg. Tschüss. Okay, schnell. Okay. Gut. Diese Folge wird vielleicht mein Mikro nicht so gut sein. Dafür entschuldige ich mich schon mal. Aussehen, was mit meinem Mikrofon passieren wird. Es ist hallo jetzt im Echo. Wow. Okay, frag mich nicht, wie ich das jetzt hier gemacht habe oder überhaupt überlebt habe, aber ich hab's und bin Babbo. Keine Ahnung. Geh weg. Oh mein Gott. Nein! Nein, das ist nicht dein Ernst. Oh my goodness. Was habe ich falsch gemacht und das verdienen? Alles sind aber im Leben. Oh Gott. Ja, jetzt werde ich sterben. Ich sag's euch, Leute, jetzt werde ich sterben. Oh, doch nicht. Doch, bestimmt. Aber ich gebe natürlich mein Bestes, damit ich nicht sterbe. Hier irgendwo war noch ein Checkpoint oder. Ach, ich hatte doch schon einen. Mann, ich bin bluff. Ich bin bluff, ja. Was, ich habe noch keinen Checkpoint? Doch, hat dieses Level zwei Checkpoints? Leute, wieso bin ich vorhin dort gespawnt? Hat das Spiel gerade gebuggt? Oder hat es mir geholfen? Danke, Spiel. Was war denn jetzt gerade los? Wieso bin ich. Hä? Also soweit ich weiß, gibt es gar keinen Level 2 Checkpoints. Das ist verwirrt. Das verwirrt mich das gerade. Also übrigens das einzigste normale Level noch. Na, danach kommt das letzte Level, was nicht normal ist. Vom Schwierigkeitsgrad her und vom Level selbst. Es ist einfach, als wäre es von einem Hacker gemacht worden. Ja, und da ist die letzte Passage, die wirklich sehr schwer ist, meiner Meinung nach. Also ich hasse sie. Och nö, komm. Und solche Passagen wie hier wird man auch oft sehen. Noch oft. Oder hatten wir oft gesehen und wird noch mal kommen im letzten Level. Keine Ahnung, wie auch noch. Weil jetzt nicht so gut getroffen wurde.
Denn diese Passage hier habe ich gut first tried. Das wollte ich sagen, genau. Nicht, dass es schwer war, nein, dass ich sie first tried habe. Das genau das. Nichts. Die Passage ist hier gemein, weil wenn man zu hoch springt, landet man in den Teilen und dann... Nein! Ich hab's gewusst! Ich hätte mich treffen lassen! Ich bin so ein Trottel! Hier ist einfach so. Und das ist das letzte Level für die Folge auf jeden Fall. Deshalb hoffe ich, dass ich es noch schaffe. So. Und in der nächsten Folge, die dann am Montag kommt, werde ich dann die Geisterversion von diesem Level machen. Und das letzte Level und die Geisterversion der letzten Level. Also freut euch schon mal drauf. Und ich verabschiede mich. Hauptsache, ich kann von hier aus auch gar nichts treffen oder irgendwas. Ja, toll. Ich wollte es nicht. Ich wollte es nicht. Kommen. Jetzt. Okay, das ist das Ziel. Aber das Problem ist halt, dass da noch dieser Spacken ist, der mich abschießt mit seinen scheiß Bomben, die niemand haben will. Weil seine Bomben stinken nach Müll. So wie er. Habe ich gerne gesagt. Mach ich gerne wieder. Oh nein. So, 90% können sie nicht auf eure Plattformen, wo ihr drauf steht, auf diese eine Plattform, ihre Bomben ablegen. Gerade hat es das Gegenteil bewiesen. Aber da hat sie einfach nur 10% Pech. Ja. Und da habe ich auch gerade Pech gehabt, denn ich bin zu blöd mit meinen Augen. Oh Gott, zwischen Skill und zwischen Fail läuft einfach alles. Und das war jetzt auch keine Werbung. Also es soll zumindest keine sein. Ein Satz. Keine Anspielung, nein. Nein, ey, das sollte eigentlich gar nicht machen. Hui. Geh weg, geh weg. Danke. So, wie mache ich das jetzt? Oh mein Gott, ich bin da noch nicht durchgekommen. Ich... Oh mein Gott, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich freue mich, ich feiere mich gerade so ab, so, ja, ich bin endlich ohne Hit durchgekommen. Habe ich noch nie geschafft. Und dann, ja, ein Arschtritt. Super, Falken war also nochmal da. Captain Falken war noch da. Also wie gesagt, hier 90%, dass sie nicht die Bombe auf euch legen, also auf die Plattform. Hier hatte ich schon wieder mal Pech. Und hier auch, aber ich bin rausgewischen, haha. Und da oben... Hauptsache, das Bonus-Level, toll, ist direkt am Ende des Levels. Ihr müsst euch das vorstellen. Und die verlangen einen zum, also man kann es halt, man kann viele Bonus-Level schon früher erreichen, aber viele halt auch gar nicht. Und wie gesagt, ich habe ja noch das erste, am allerersten Part habe ich das erste gespielt, im ersten Level. Oder habe ich das? Ja, hatte ich, genau. Und ja. In dieser Dingswelt, in dieser Welt gibt es glaube ich nur einen Bonus, immer nur einen Bonus-Level. Ja, super! Finde ich doch ganz toll, was hier gerade passiert ist. Ganz toll! Super, super toll! Super passend toll! Yeah. Ja, warte. Okay, das ist das letzte. Mit einem Leben. Das ist einem Hit. Okay, mit null Leben. Mit einem Leben. So gesehen, die kriegt keinen Schaden Challenge. Mutant Mats Version. 100% Pro Vision. Version. Ja, das ist die Version, ja. Müsst ihr euch merken, das ist die Version. Egal. Nein! Oh Gott! Tschüss! Ich feiere mich gerade ab. Okay, Leute, nächste Folge werden wir dann anfangen. In dieser Welt das gleiche Level noch mal zu machen und das letzte Level, also 10. Folge ist jetzt letzte Part. Freut euch schon mal drauf. Wenn euch gefallen hat, gebt ein Like, schaut noch mal andere Videos von mir vorbei. Ich muss erstmal mich ausruhen. Haut rein, tschüss.